Wenn irgendwer das langweiligste Video auf YouTube herstellen will, dann sollte er alle Szenen, in denen Rufus diesen Weg hier lang geht, einfach mal zusammenschneiden und das hochladen. Allerdings glaube ich nicht, dass das sehr viele Aufrufe bekommt, sowas. Okay. Also, Tatsache. Warte. Du kannst mit noch mehr probieren. Probieren wir es hiermit auch nochmal. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Schade. Dann zurück zum Dorfkern. So, und dann in die Gasse. Wir wollen jetzt einen Autoschlüssel haben. Hanek. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Na, wenn's sein muss, wie war noch gleich dein Name? Wieso haben wir denn nur diese Namen? Rufus. Mal nachdenken. Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Mann. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Ja. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, L'amour. Das ist alles? Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Vielleicht können wir den auch nach der Frau aus Elysium fragen. Du, Lonzo. Ja. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Oha. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo, alles klar? Okay, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, warte noch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Oha. Wir haben etwas geschafft. What? Oh Mann! Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Presso. Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was für ein Gekrakel. Ja. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein.
Nichts davon gibt es in Kuvak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Na geil. Das macht eher Probleme, als es welche löst. So, kleiner Schnitt. Ja, wir haben jetzt ein tolles Rezept. Und was war da noch gleich drauf? Belebende Flüssigkeit. Heiße Bohnen haben wir. Das ist da vorne in dem Vorgarten. Da muss ich nur irgendwie rankommen. Schwarzes Pulver. Besonders aufputschend. Klares Wasser, energisches, energiereiches Wasser. Und Wasser. Im Rezept steht etwas von belebender Flüssigkeit. Mehr sagt er da nicht zu. Was sollen denn heiße Bohnen sein? Was für schwarzes Pulver kann denn hier bloß gemeint sein? Also er stellt einfach nur mehr Fragen, als er sie löst. Gut. Wasser haben wir schon mal. Wir haben da vorne irgendwo eine heiße Bohne, an die wir rankommen müssen. Ich zeige nochmal das Rezept. Besonders aufpuschend, klares Wasser, Energie. Boah, ist das nervig. Ist hier noch irgendwas? Er ist dann wohl für das Wasser. Okay. Warte, wir haben noch einen nassen Schwamm. Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Das hier könnte man da auch reinpacken. Das ist schon mal keine Zutat. Ich finde, ich... Na gut. Kaffeemaschine. Lonzo versucht sich wohl als Tüftler. Süß. Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Allein wie glücklich der klingt. Wegen des Pulvers. Wegen des Pulvers. Schieß los. Was für schwarzes Pulver kann denn hier bloß gemeint sein? Keine Ahnung. Schwarzpulver wird es wohl nicht sein. Schwarzpulver? Ich sagte kein Schwarzpulver. Aber es wäre schwarz. Hör mal. Die Maschine arbeitet mit Hochdruck und wird extrem heiß. Wenn du Schwarzpulver in die... Na, 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 na. Überlass die Zutaten mal mir. Du kümmerst dich um die Maschine. Oh je. Ich bereue das Ganze jetzt schon. Ja. Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Keine Ahnung. Eine Art Aufputschmittel vielleicht? Vielleicht hat Dr. Gizmo ja was in seiner Praxis. Ja, dabei fällt mir ein, Dr. Gizmo hat doch bestimmt eine Art Aufputschmittel in seiner Praxis. Und was hab ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Wenn du öfter mal was Hilfreiches sagen würdest, würde ich vielleicht auch mehr zuhören. Oha. Das habe ich wohl verdient. Ja, hast du. So, und dann heiße Bohnen brauchen wir eigentlich nicht fragen. Ich mach's trotzdem. Was sollen denn heiße Bohnen sein? Keine Ahnung. Tja, das ist wohl ein Rätsel für einen gehobeneren Intellekt. Stimmt. Du könntest Wenzel fragen. Ich habe von mir geredet. Entschuldigung, das hätte ich wissen müssen. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist hoch. Okay. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Ja, immer mit der Ruhe, ne? So, wegen des Pulvers hatten wir wegen des Wassers. Also genau, wir haben jetzt mehrere Zutaten für das Pulver und wir haben mehrere Teile für das Wasser. Ne? Wegen des Wassers. Lass laufen. Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuvak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Ach, dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig.
Energiereiches Wasser. Wie kann das gemeint sein? Das frage ich mich auch so ein bisschen. Keine Ahnung. Hanek findet manchmal Batterien im Schrott. Die sind energiereich. Frag ihn doch mal. Puh, das Ganze artet langsam echt in Arbeit aus. Ja, das tut Hanek es. Hanek arbeitet doch direkt vor der Tür. Hanek! Du wirst schon zu ihm hin müssen. Ein Stress ist das. Alter. Im Ritz, das verstehe ich. Wie kann das gemeint sein? Eine Flüssigkeit, die etwas Totes zum Leben erweckt? Gruselig. Was ist denn daran gruselig? Stell dir doch mal vor, ein Kühlschrank, der einem das Essen zum Bett bringt. Man merkt, dass du nie mit Toni zusammen warst. Sorry, dass ich das eben übersprungen habe, aber der leckt halt irgendwie dauernd rum. Und dann klicke ich da rauf und jetzt passiert, dann klicke ich ein paar mehr mal. Und dann, ja. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann ja, es kaum erwarten. Ja, ist gut. So. Sieht ganz schön abenteuerlich aus. Ist es auch. 1A, das wollte ich hören. Gut, dann... Ich gehe dann mal Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Gut. Zur Gasse. Oh. Hm? Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Oh ja. Yeah. So. Sieht interessant aus. Da war was? Da ist ein Hebel. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Nice. Da ist der Feuerwehrmann. Da ist er dann Polizist. Und da ist er Arzt. Okay. Da war was? Arztschrank. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Okay. Die bringt mich nicht weiter. Da ist was. Bei meiner nächsten Amputation könnte das nützlich werden. Dr. Gizmo sagt, mit rostfreiem Werkzeug hätte man Wenzels Zeh noch retten können. Nehmen wir mal mit. Da ist noch ein Zahnbohrer. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Löcher? So. Der Clown unter die Narkose gasen. Clowns. Okay, da ist ein Baum. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht der nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Aber der ist doch schon eingegangen. So, dann machen wir den mal nach unten. Vielleicht finden wir ja noch andere coole Sachen. Seit das Altersheim abgesackt ist, lassen sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Ja, vielleicht. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Cool, was haben wir da jetzt? Fußfessel. Seit das Altersheim vielleicht... Das hatten wir schon. Will ich mitnehmen. Okay, mit der Fußfessel können wir bestimmt irgendwas direkt anstellen. Dietrich! Ich will da rein, ich will den Dietrich. Da besteht keine Fluchtgefahr. Da besteht keine Fluchtgefahr. Okay, irgendwas, das fliehen könnte, dafür ist die da. Den Dietrich. Ich habe ihn dafür den Notfall deponiert. Verdammt! Das ist aber die falsche Seite. Okay, irgendwie kriegen wir das hier schon auf. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ja, genau, weil ich auch geblinzelt habe. Gut, dann, Handschellen, wartet. Okay, da können wir gleich noch Handschellen kriegen.
Jetzt aber erstmal der Feuerlöscher. Ich kann das Ding nicht mehr sehen.